Nach dem deutlichen 5:0-Erfolg im DFB-Pokal gegen Bremen geht es für die Wölfinnen heute zum 1. FC Köln. Der Tabellenachte ist seit 3 Spielen sieglos gegen Essen im Pokal mit einem spektakulären 3:4 ausgeschieden. Und gegen Wolfsburg früh unter Druck, Pop bleibt hängen, Chantal Hagel mit dem 2. Versuch. Der ist richtig gefährlich, Zentimeter fehlen zur frühen Führung. Mit einem Sieg wäre der VfL zumindest bis Montagabend wieder mal Tabellenführer, dann erst spielen die Bayern gegen Leverkusen. Aber dafür müssen sie erstmal gegen Köln gewinnen. Hegering kann nicht richtig klären. Dora Zeller schießt genau in die Arme von Frums. Was für eine Möglichkeit für Köln. Den Abschluss bekommt Zeller dann nicht sauber aufs Tor. Wackeliger Start der Wölfinnen. Tommy Stroth hat zuletzt 3 Pflichtspielsiege in Folge feiern dürfen. Trotzdem ist es aufgrund der verpassten Champions League Quali eine bisher eher durchwachsene Saison. 20 Minuten gespielt, die über 3000 Zuschauer sehen eine rasante Anfangsphase. Hut! 1:0 für den Tabellenzweiten. Ausgangspunkt ist die Flanke von Pop. Hechler versucht zu klären. Der Ball landet aber direkt vor den Füßen von Svenja Huth. Die erzielt dann ihr erstes Saisontor. Köln zeigt sich trotz dieser kalten Dusche jedoch nicht geschockt. 4 Minuten später, Beck schickt Wiankowska. Jansen kommt nicht so wirklich in den Zweikampf. Frohms lässt prallen. Gerhard, der Ausgleich. Was für eine Antwort vom FC. Und dieser Ausgleichstreffer ist verdient durch diese mutige Spielweise der Kölnerinnen. Merle Frohms sieht er allerdings nicht ganz so gut aus. Den darf sie niemals nach vorne abprallen lassen. Gerhard wird es recht sein. Und die Kölnerinnen machen genau da weiter mit frechem Offensivfußball. Schimmer mit einem langen Ball. Katrin Hendrich, wo legt sie den denn hin? Genau in den Lauf von Dora Zeller. Die bleibt hängen, aber dafür kommt Gerhard angerauscht. Zentimeter fehlen zu ihrem Doppelpack. Das ist eine ganz starke Leistung des FC bis hierhin. Es ist teilweise ein wildes Hin und Her. Eva Pajor auf der anderen Seite. Vorbei an Carlotta Imping, dann aber auch genau in die Arme von Jasmin Pahl, die abgesehen vom Gegentreffer noch nicht viel zu tun hat. 5 Minuten noch bis zur Pause. Sharon Beck probiert es einfach mal aus der Distanz. Frohms mit einer schönen Flugeinlage. Beck hat eine sehr erfolgreiche Woche mit der israelischen Nationalelf hinter sich. 8 Tore in 3 Spielen hat sie erzielt. Damit ist sie jetzt Top-Torjägerin in der Nations League. 2 Minuten Nachspielzeit gibt es obendrauf. Die Wölfinnen nochmals im Vorwärtsgang. Hendrich versucht zu Endemann durchzustecken, wird dabei aber gefoult. Es gibt 11 Meter für Wolfsburg. Das Knie von Achkinska erwischt das Bein von Hendrich. Den fälligen Strafstoß tritt Jansen. Und Wolfsburg führt wieder. Mit der letzten Aktion in Halbzeit 1 gehen die Gäste zum 2. Mal in Führung. Bitter für Köln. Pahl ist dran und verletzt sich anschließend auch noch an der Schulter. Deswegen muss Kölns Trainer Daniel Weber reagieren und bringt nach dem Seitenwechsel Paula Hoppe. Die erst 17-Jährige feiert damit ihr Bundesliga-Debüt. Wolfsburg kommt mit Tempo aus der Kabine. Freistoß, eigentlich geklärt von den Kölnerinnen, dann aber Endemann! Was ein Tor zum 3:1. Vivien Endemann mit ganz viel Gefühl im Fuß. Paula Hoppe bei ihrem Debüt gleich geschlagen, da hat sie aber auch gar keine Chance. Endemann schaut nicht mal in Richtung Tor, hebt ihn perfekt über Hoppe hinweg. Ein klasse Tor. Der 3. Gegentreffer ist ein kleiner Bruch im Kölner Offensivspiel. Dann aber Frohms wieder mit einer Unsicherheit.
Marleen Schimmer findet aber keinen Abnehmer im Strafraum. Insgesamt ist der zweite Durchgang deutlich highlightärmer im Vergleich zu den ersten 45 Minuten. Wir sind schon in der Schlussviertelstunde. Imping mit dem Versuch zu klären. Der Ball landet wieder bei Svenja Huth. Eine kleine Kopie des Führungstreffers, diesmal nur ohne Tor. 5 Minuten vor dem Ende, von Köln kommt mittlerweile nicht mehr viel. Stattdessen der VfL. Wilms bleibt hängen, der Ball landet dadurch bei Wedemeyer. 4:1, spätestens jetzt ist der Deckel drauf. Joel Wedemeyer, ihr zweites Saisontor. Sie ist rund 10 Minuten vorher erst eingewechselt worden, profitiert hier von Wilms abgefälschtem Versuch und bleibt vor Hoppe dann ganz cool. Es ist die letzte Szene in diesem Spiel. Die Wölfinnen gewinnen in Köln, fahren den dritten Ligasieg in Folge ein und setzen sich zumindest bis Montagabend an die Tabellenspitze. Wenn ihr keine Fußball-Highlights mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da und schaut mal hier, sind aktuelle Videos, klickt da auch gerne mal rein.